Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cathedral. In der letzten Folge sind wir ganz weit runtergefallen, haben so einen komischen Geist befreit. Und jetzt hat uns so ein alter Mann aufgeschnappt und wir sind jetzt im Dorf der, keine Ahnung Leute, der Amish People, keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall der Health Magier. Danke Health Magier, dass du mich gerettet hast. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Okay, man kann ihn, er kann uns healen und boosten. Was auch immer Boost heißt, dann sind wir wahrscheinlich stärker oder so. Einmal Heal ist noch umsonst, aber ich glaube nur, weil wir gerade... Ne, wir sind nicht mehr, wir haben nicht mehr volle Leben. Ja, dann heil mich doch einfach mal. Wing, 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 wing. Okay, jetzt haben wir volle Leben. Das ist sehr nett. Guck mal, ist immer noch umsonst. Eigentlich hat er letztes Mal gesagt, dass es nicht mehr umsonst ist. Aber ja, heute schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die Stadt hier an. Die haben wir uns ja in der letzten Folge noch nicht angeguckt. Nachdem wir hier... Guck mal, schön, dass hier diese Vögel und so sind. Und ein Dalmatiner haben wir hier auch. Hallo, bist du... Wie heißen die von 101 Dalmatiner? Ich weiß es nicht. Eine Katze haben wir auch. Wir haben einfach alles hier. Vögel. Oh, hier ist was los. Das finde ich immer schön, wenn die Entwickler auch einiges in ihrer Stadt reinpacken, dass das nicht so leer ist. Okay, nee, da ist die Musik weg. Das gefällt mir gar nicht. Da gehe ich noch nicht hin. So, ich habe auch noch vor, irgendwie nochmal ins Schloss zu gehen, weil, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir hier ein paar Dinger verpasst. Ich hoffe, man kommt nochmal irgendwann ins Schloss zurück. Ich meine, das Spiel heißt Cathedral. Eigentlich müsste das ja gehen. Aber ja, wir schauen uns jetzt erstmal in der Stadt um. Das kann vielleicht ein bisschen dauern. Wen haben wir denn hier? Da ist der Pyro. Ah, wow, du bist also wach. Mein Name ist Pyro. Ich steppe hier rum und mache Spirit-Magie. Ich glaube, du hast bereits mit meinem Vater Wale gesprochen. Er ist der Health-Magier in Ivy's Town. Aber ich finde Spirit-Magie viel interessanter. Haben wir noch einen random Dude? Hi, ich bin Frank. Und wie bist du? Ich bin Pock, Pock, Pock. Ah, okay. Naja, ich gehe da mal ein bisschen weiter, ne? Okay. Haben wir hier noch eine Bank und einen anderen Ritter. Hallo, grüner Ritter. Oh, ahoi. Na, du Abenteurer. Ah, ich sehe, du bist ein Wanderer. Genauso wie ich. Es gibt keinen Ort, an dem ich noch nicht war. Und ich bin zudem noch ein Vlogger und nehme meine Reisen auf. Du kannst sie bei YouTube angucken. Vielleicht findest du ja Kassetten, wo meine YouTube-Videos drauf sind. Die werden dir bestimmt tolle Informationen geben. Gut, dann haben wir hier noch eine Bank. Ah, willkommen zu Ivy Stone Witch. Ein Himmel für alle Abenteurer. Hier gibt es Sightseeing und allen möglichen geilen Kram. Hä, hat der grüne Wanderer das hier einfach rangepackt? So wie Martin Luther King? Nee, wie heißt der, der die Psalme da rangehämmert hat? Christentum? Keine Ahnung. Hallo, alte Dame. Oh, hallo, mein Süßer. Kann ich dir irgendwie helfen? Okay, Madame Chinamina. Hat sowohl einen Shop als auch eine Bank. Ich guck mir erstmal die Bank an. Ah, da kann man bis zu 500 Gold reinpacken. Ist die Frage, ob man dann auch Kredit bekommt, also oder Zinsen? Oder was da abgeht? Wir können uns auf jeden Fall eine bessere Armor leisten. Wir können uns, na, die beste Armor können wir uns nicht leisten. Fast können wir uns den Gargoyle Key holen. Okay, also hier ist auf jeden Fall noch ein Key. Das merken wir uns einfach mal. Medium Potion. Upgrade your potions to heal 3 hearts per bottle. Auch nicht schlecht. Oder aber, starte mit 4 Herzen anstatt mit 3, nachdem du stirbst. Auch nicht so geil. Dann haben wir noch einen Ring. Ring haben wir halt noch gar nicht, ne? Ein Bronze-Amulett, welches macht, dass wir 1% weniger Gold verlieren. Statt 10% verlieren wir dann nur noch 9%. Und noch eine Armor, die plus 1 macht zumindest. Medium Potion, dann können wir ziemlich mehr heilen. Ah, und hier wird es dann auch immer besser und besser. Bank Upgrade? Ja, warum nicht? Das kostet ja nichts. Ah, ja. Ja, komm, nehmen wir ganzes Geld hier, alles. Jetzt können wir bis zu 4500 Gold hier einlagern. Ich glaube, das ist einfach nur dafür da, dass wenn man stirbt, aber noch nicht genug Geld hat, um sich irgendwas Tolles zu kaufen, dass man das da einlagern kann. Ich glaube, das ist ja später wichtig. So, hallo, Holdemite. Oh, hallo. Ich kann mich nicht an dich erinnern. Ich liebe es, hierher zu kommen. Es ist so ein toller Ausblick. Du kannst bis zu dem Schildwald drüber gucken. Ah ja. Bist du jetzt der Prinz? Ich habe keine Ahnung. Alright, was haben wir hier? Da ist auf jeden Fall ein kleiner Mario unten. Hallo, kleiner Mario. Heißt du denn auch Mario? Guten Tag, ich bin der Rote Ritter. Der Bill. Hi, ich bin Bill. Hab dich hier noch nicht gesehen. Was ist dein Name? Ich heiße Pokéfunk. Ah, so ist das also. Interessant. Bill ist sehr erstaunt. Bill redet sehr häufig mit seinem eigenen Namen. Roter Ritter sehr erfreut, Bill kennenzulernen. Ist Bill auch sehr erfreut? Ja, Bill ist auch sehr erfreut. Sehr schön. Okay, irgendwie ist die Stadt ziemlich groß und gleichzeitig nicht so groß. Hallo, grüner etwas. Pedro! Ah, du bist also endlich da. Hä? Wer bist du denn? Was? Ich bin nur ein Kind. Ich sage mysteriöse Sachen. Naja, eigentlich bin ich kein Kind. Eigentlich bin ich Detektiv Conan in einem Kinderkörper, aber eigentlich bin ich erwachsen und löse tolle Fälle. Habe Angst vor mir, sonst werde ich dich hinter Gitter bringen. Bist du sprachlos? Naja, ist egal. Cool, was haben wir hier noch? Das sieht aus wie ein Magieladen. Ja, das ist ein Magier. Der sieht cool aus. Hallo Magier, kannst du mir helfen? Jumbitrot, spooky. Oh, er macht tatsächlich was.
Entweder sagt uns die Zukunft voraus, wo wir hin müssen oder was passiert oder wer wir sind oder... Aha! Ein Spirit wird dich treffen! In der alten Kathedrale am Boden! Okay, er sagt dann also, wenn man nicht weiter weiß, dann gibt es hier auch wieder so einen Zauberer. Das kennt man ja auch aus anderen Spielen. Bei Argelos gab es zum Beispiel auch sowas, da gab es auch so einen Zauberer. Oder auch, wie immer, bei Paper Mario. Ganz schön viele Tiere hier. Bei Paper Mario gab es auch so einen Typen, ich glaube in jedem Paper Mario. Ist ja irgendwie auch Nintendo klassisch. Oh, du bist ein Bodybuilder, hä? Der viel liest? Okay, sehr cool. Da ist Conan! Ey, Dude! Ich bin Conan und ich bin, naja, wie nennen Sie mich noch gleich? Ach ja, der Bibliothekar. Ich bin Bibliothekar von Ivystone. Du brauchst ein Buch? Ich habe Bücher. So viele Bücher. Und irgendjemand hat hier Bücher geklaut. Wenn sie irgendjemand zurückfinden könnte, dann würde ich ihnen ganz tolle Sachen geben. Bitte bringen sie mir wieder. Ich gebe dir 150 Gold pro Buch. Hier, ich gebe dir sogar jetzt schon 150 Gold. Einfach nur, damit du anfängst zu suchen. Aber nett von ihm, dass er uns einfach 150 Gold gegeben hat. Einfach so. Da oben ist ein Buch. Leute, ich habe das erste Buch gefunden. Aber ich komme nicht ran. Verdammt. Doch, ja. Mein erstes Buch. Nochmal 150 Gold verdient. Ja, ich werde reich. Das können wir ja gleich mal abgeben. Hier, ich habe dein erstes Buch. Oh, du hast ein Buch gefunden. Oh, naja, dann hier. Ich gebe dir 150 Gold dafür. Suche bitte noch mehr. Mache ich. Okay, also quasi eine Nebenquest, um nochmal ein bisschen mehr Gold zu sammeln. 150 Gold ist jetzt auch nicht so viel, aber besser als nichts. Kleidvieh macht auch Mist. So, hier haben wir noch irgendein Portal oder sowas. Auch ein Speicherpunkt und irgendein Portal, das wahrscheinlich erst später... Oh, das wahrscheinlich erst später aktiviert wird. Ich kann da sogar durchgehen. OMG, wo bringt... Ah, okay, ein Schnellreiseportal quasi. Aber da... Oh Gott, da wir noch keinen anderen Ort gefunden haben. Shit, gibt's wieder Orte. Ah ja, also so ein Schnellreiseportal. Aber 14 Orte sind auch schon mega viel. Naja, wir haben jetzt eigentlich schon drei entdeckt, ne? Wir haben halt die Kathedrale... Haben wir entdeckt, dann hier Ivy Town. Oh, und die Eis-Dingser. Micha, hi, ich sehe genauso aus wie meine Schwester. Cool, oder? Naja, tschüss. Hi, bist du auch im Laden? Du weißt schon, dass das mein Haus ist hier, oder? Ich kann mich nicht dran erinnern, dich eingeladen zu haben. Hä? Aber ich klaue dir jetzt dein Zeug. Hahaha. Ha. Ja gut, so viel zu der City. Es sei denn, es geht hier noch weiter. Nee. Also wir können sowohl links als auch rechts rausgehen. Und hier ist irgendeine Brücke. Ich habe ein bisschen Angst, vor allem, weil die Musik halt immer aufhört. Aber in beide Richtungen hört die Musik auf. So, und hier links soll dieser Shadow Forest sein, also der Schattenwald. Nee, der Shade Forest, aber ich nenne es trotzdem Schattenwald. Der Schattenwald! Hier gibt's komische tote Leute, die einen bestimmt auch easy peasy töten. Oh Gott, seit ich diese eine Harpie hier gesehen habe, habe ich richtig Angst. Aber nein, ich werde sterben. Ja, GG. Ich komme hier nicht raus. Ja, geil. Eigentlich habe ich mein Geld ausgegeben. Man kann die Dinger nicht kaputt machen. Okay, ich glaube, wir sollen hier noch nicht sein, wenn ich das so richtig sehe. Da unten kann ich nicht lang. Ich kann rechts auch nicht lang, aber da ist noch ein Buch. Und da oben geht es auch nicht. Ja, gut, dann. Dann gibt es hier wohl nichts für mich. Gut, dann gehen wir halt hier in die rechte Richtung. Ach, hier ist ja auch noch ein Haus, in das wir noch nicht drin waren. Und dann haben wir, glaube ich, die ganze Stadt endlich abgeklappert. Hallo, bist du immer noch Marlon? Nee, Bruno. Hallo, ich bin Bruno. Niemand kam jemals hierher, um mich zu treffen. Wieso bist du jetzt hier? Ah, naja gut, dann. Niemand hat mich je besucht. Wette, es liegt daran, dass ich über den Scheißhaufen hier lebe. Gehört, da unten gibt es Reichtümer und jetzt sind sie alle für mich. Okay, schauen wir uns mal an, ob es da wirklich Reichtümer gibt. Die Sewers. Sewers war Kanalisation oder sowas, ne? Ja, okay. Tja, also. Ich kann mir vorstellen, dass hier wieder komische Gegner sind, die einen vergiften und so. Vor sowas habe ich ja eigentlich immer Angst. In jedem Spiel finde ich die Sewers nicht so gut. Okay, ich komme hier noch gar nicht weiter, wie es aussieht. Meint ihr, wenn man die hier wegnimmt, dann fällt das Dings da oben runter oder so? Keine Ahnung, Leute. Hier gibt's doch so viel Stuff, wo ich einfach gar nicht weiter kann. Ja, schöne Kanalisation hast du da unten. Ich gehe da mal weiter nach rechts, ne? Keine Ahnung, was da auf mich wartet. Vielleicht ist das ja... Nee, links war dieser komische Wald. Hier ist Friedhof. Graveyard. Inverstone Graveyard, Tatsache. Mit einer goldenen leider. Aber schön, dass es so viele verschiedene Musikrichtungen gibt hier. Also nicht Musikrichtungen, sondern Musikstücke, besser gesagt. Oh Gott, von denen habe ich immer noch... Ah, hier unten sind ja Stacheln, die habe ich gar nicht gesehen. Wenn er mich einmal trifft, dann bin ich locker tot. Wollen wir wetten? So, jetzt habe ich ja eigentlich den Bildschirm verlassen. Ist jetzt wieder da, ja, Tatsache. Das ist ja... Mann, du Doofkopf, wie soll ich denn das jeweils hier hinbekommen? Nein, du bist böse. Warte, den Pfeil nehme ich mit. Ich meine, von hier aus komme ich da... Na, vielleicht ja doch. Ich habe halt keine Leben mehr, ne? Wenn ich den hier nicht hinbekomme... Warte, ich heile mich einmal kurz. Nein, ja. Dann bin ich nämlich sofort tot. So eine Kacke. Aber ich musste hier hoch. Vielleicht komme ich noch oben lang? Nee. Okay, dann also einfach ganz schnell rüberhüpfen, getroffen werden, sterben von einer Raupe. Geil. So, next try. Einfach rüber. Warten. Ja, mir egal, ich töte dich. Warten. Rüberhüpfen, komische Raupe töten. Nein. Wie viel die aushält.
Und sie explodiert einfach. Wieso explodiert die Raupe? Was sind das für Gegner? Gibt es eigentlich einen Death Counter irgendwo? Nee, ein Glück. Ein Glück gibt es keinen Death Counter. Okay, wisst ihr was? Wir bleiben jetzt hier stehen. Okay, wir gehen wieder rüber. Lass uns treffen. Sind wieder fast tot. Geil. Du Bastard, ey. Guck, und ich habe den jetzt 4-mal getötet oder so und jetzt hat er nichts mehr fallen gelassen. Ich glaube nämlich, ab jetzt lässt er tatsächlich gar nichts mehr fallen. Egal, Mann. Egal, wie oft man den tötet. Jetzt ist auch schon wieder egal. Ja, danke. Das ist doch richtig assig. Die Raupe ist immer an der blöden Stelle da. Komm, jetzt geh einfach weg. Komische Raupe töten. Ist sie so... Okay, du scheiß Raupe, ich lass dich da. Ihr dürft leben, ihr komischen Raupe. Oh Gott, ihr dürft leben. Du nicht, du darfst nicht leben. Du bist ein blöder Bastard. Und dich töte ich jetzt auch. So, Okay, explodier doch. Mir doch egal. Und dann lassen die nicht mal was fallen. Ich muss aber auch wieder öfters meine nach unten Attacke einsetzen, merke ich gerade. Das hätte ich eben bei diesem Tod eigentlich machen können. Was willst du denn jetzt? Nein, böse Hand. Keiner mag dich. Okay, warte, die töten wir auch nochmal ganz kurz. Ich hab so Angst vor diesen Dingern. Ich weiß halt noch nicht, wie viel Schaden die machen. Ob die jetzt wirklich One-Hit sind oder ob die halt nur in Anführungszeichen, 3 Leben abziehen oder so. Da ist auf jeden Fall ein Buch und ganz viel Money auf der rechten Seite. Da kommen wir noch nicht durch. Ich frage mich, ob das halt auch wehtut, wenn ich dagegen laufe. Ich meine, dieser komische Spirit war auch eingesperrt. Bei so einem Blitzgedingsbumst. Zack, zack. Okay, da kommt man auch nicht hin. Da oben dann anscheinend auch nicht. Dann nutzen wir halt die Plattform. Kenne ich doch schon alles von Mario. Ich bin doch Profi. So, die Kiste hätte ich trotzdem gern. Ja, Geld und Leben. Und ich, nein, geh wieder hoch. Die Musik hier ist ein bisschen strange, muss ich aber sagen. So, will ich jetzt die Kiste da unten haben oder nicht? Ich glaube, ich will erstmal den Speicherpunkt hier mitnehmen. Danke. Und jetzt können wir die Kiste mitnehmen oder auch nicht. Okay, das ist schon wieder befremdlich. Kommt hier schon der nächste Boss, weil ich mich hier wieder voll heilen kann? Ist der etwa schon hier unten? Aber da können wir doch jetzt noch nicht hin, oder? Nee, hier ist auf jeden Fall noch eine Teleportationsstation. So, da können wir jetzt immer wieder zurück in die Stadt und hierher. Das ist doch schon mal schön. Also die muss man wahrscheinlich auch aktivieren. Sind quasi wie so ein Leuchtfeuer. So ein bisschen, außer dass man da halt nicht startet. Die sind eigentlich überhaupt nicht wie ein Leuchtfeuer. Aber... Man kann sich dahin teleportieren. Das ist einfach ein Teleporter. Wieso machst du es dir so schwer, Dizzy? Warum? Und gibt's hier unten irgendwas? Nö. Vielleicht hier rechts. Hier kommen wir auch noch nicht durch. Vielleicht später, dass man irgendwie eine Schaufel bekommt oder so. So viele Orte, zu denen man noch nicht hinkommen kann. Holy moly. Alter, hier gibt's einfach Zombies. Das gefällt mir sehr gut. Zombies sind toll. Da, die Map. Die wird auch interessant sein. Was bist du denn für ein blaues Ding? 200 sind die blauen Dinger wert. Nice. Da ist auf jeden Fall noch ein Buch unten. Kommt man da hin? Ja. Nochmal 150 Gold dazu bekommen. Irgendwie mega verzweigt hier alles. Da ist noch so eine komische Tür. Also wir brauchen entweder einen Schalter, womit man die ausmachen kann. Hier ist auch noch eine Tür. Okay, also hier kommen wir tatsächlich erstmal noch nicht weiter. Man könnte da einmal auf die Stacheln rauf. Und dann kommt man da rechts auf jeden Fall rein. Aber ich glaube, das ist auch nicht der Plan, oder? Hätte ich mir meine Blutfiolen aufladen können, wenn ich jetzt an dieses Lebensding gegangen bin? Wahrscheinlich schon. Egal, wir gehen jetzt erstmal einmal hier runter. Ist auf jeden Fall auch noch eine andere Stelle. Das sieht ja schon wieder sehr bossmäßig aus. Okay, das Ding habe ich doch. Tomb of Magnus. Hier liegt Magnus. Der Inventor und Alchemist und Dämonologist, was auch immer das ist. Von dem haben wir unsere Armbrust hier. Also der hat die erfunden. Das ist doch sehr interessant. Sieht zumindest so aus. Und ganz ehrlich, ich dachte, da kommt jetzt wieder so ein Gräber da oben runter und möchte gegen mich kämpfen. Ja, hier ist auch zu. What the fuck? Das Spiel ist so verwirrend. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Und so verwinkelt alles. Aber der Typ da unten hatte halt dieses Ding hier. Vielleicht macht das hier irgendwas? Nö. Ich komme hier halt auch nicht weiter. Wie fucking groß dieses Gebiet aber auch wieder ist. Oh, shit, me niddle. Aber dieses Grab muss auch irgendeine Bedeutung haben. Das kann doch nicht sein. Warum? Warum zeigt er mir... Hier, ich hab dein Teil. Aber was bringt mir das? Ruhe und Frieden, Magnus. Aber... What the fuck? Okay, das Lebensding hier füllt zumindest auch die Blutfiolen auf, wissen wir das auch, aber macht das Schaden? Das macht Schaden, okay. Hä? Ich komme da unten nicht hin, ich komme hier oben überall nicht hin, weil da ist überall zu. Hier ist auch zu. Hier auch. Und da auch. Das ist alles sehr verwirrend. Vielleicht, wenn ich da rüber schieße, dann fällt mir nur noch ein, hier Leben zu verlieren, um an die Kiste zu kommen. Geronimo! Okay, Kiste. Mit Geld und Leben drin, tolle Sache. Kann man sogar drauf stehen. Bringt mir das was, da rechts lang zu gehen? Wahrscheinlich auch nicht. Versucht nach Kluch! Ist hier irgendwas? Hallo? Nö. Das muss irgendeine Bedeutung haben, dass hier so Pfeile sind. Aber ich raff nicht was. Das ist doch nicht einfach so hier, jetzt ohne Witz. Hm.
Gehen wir mal durchs Portal und gehen nochmal in die Stadt zurück. Ich meine, in der Quest stand noch, dass wir mehr über unseren Magnus Apparatus herausfinden sollen. Und wir haben zwar jetzt herausgefunden, dass da dieser Magnus rumliegt, aber was genau es mit dem auf sich hat, haben wir halt trotzdem nicht rausbekommen. Und der Magier hier meint, wir sollen in den Wald gehen. Habe ich hier vielleicht doch irgendwas übersehen? Muss ich da runterjumpen? Ah, ich bin so dumm. Ich muss da runterjumpen und während ich runterjumpe, das Ding da aktivieren unter uns, oder was? Und dann kann ich da durch auf der linken Seite. Aber das kann doch nicht der Plan sein. Ja gut, ich werde jetzt auf jeden Fall sterben. Warte, ich lagere noch mal kurz mein Geld in der Bank ein. Loli, ist ja doch noch was anderes. Hallo, wer bist du? Agnes, hallo, ich bin Agnes. Ich habe gesehen, wie Walle dich hierher gebracht hat. Okay, gibt es hier vielleicht noch irgendwas Interessantes? Kann man... Oh, man kann da ran. Und das bringt mir was? Ich komme da drüben trotzdem nicht hin. Das bringt mir absolut gar nichts. Ich krieg ein Buch. Okay, jetzt kann ich hier rüber... Ah, du Kacke, die Dinger unter mir gehen einfach kaputt. Okay, alles cool. Endlich mal was Neues hier. Ich hätte einfach nur hier oben lang gehen müssen, oder was? Also, um euch das mal zu zeigen. Ich war hier ja überall und da unten kam ich eben nicht weit. Jetzt bin ich einfach nur einen weiter oben. Und jetzt soll ich halt hier hin, weil da habe ich ja der Spirit gefunden. Ich glaube, das ist gerade der Plan. Achte auf die Toten. Du kannst dein Schild benutzen, um sie abzuwehren. Ding, haha. Guck mal, er weint sogar, wenn man das richtig abwehrt. Das ist ja witzig. Das ist ja knuffig. So, die Dinger gehen leider kaputt. Zack, anmachen und hoch da. Okay, das war ein sehr gutes Jump'n'Run hier. So, ich glaube, wir müssen das sogar machen. Wir gehen jetzt mal straight zu dem Spirit, weil der wird uns ja anscheinend ein bisschen helfen können, laut allen möglichen Leuten hier. Die 100 Dinger da nehme ich auch noch mit. Okay, aber viel passiert hier tatsächlich nicht. Sehr viele Speicherpunkte, wie immer. Und dann sind wir auch gleich... Ja, hier ist er schon. Ja, hier. Hier hat uns der alte Mann gefunden und hier war auch der Spirit. Mal gucken, ob er jetzt wiederkommt. Hallo, Spirit, ich bin noch am Leben. Wir sind doch Best Friends, oder? Ich habe dich befreit. Weißt du noch, wer ich bin, du Ovo-Gesicht? Da trollt er uns ein bisschen. Tick, tick. Huch, warte. Du bist es ja wieder. Ah, du Scheißding, du hast mich da runtergeschmissen, du blöde Blablabla. Du bist am Leben. Ich bin so froh, dass ich dich nicht getötet habe. Aus Versehen natürlich. Ich wollte wirklich nicht, dass du runterfällst. Ich bin sicher, wir können das hinter uns lassen, oder? Bevor wir uns versehen, werden wir zurückblicken und darüber lachen. Haha, oder? 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 Oh nein, Lizzy. Schlag ihn doch nicht. Du Blödkopf. Ah, zu früh, hä? Ah, ich weiß. Ich weiß, wie ich es wieder gut machen kann. Du wirkst ein bisschen verloren in diesem Ort. Aber ich habe einen Weg gefunden, der dich hier rausbringt. Ich möchte dir etwas zeigen. Komm mal mit mir. Hui. Eine Leiter. Komm hier hoch, wenn du bereit bist. Cool, dann kann ich ja endlich... Ja, gut. Ich dachte schon, ich komme da jetzt nicht ran. Dass uns noch ein bisschen trollt, das wäre richtig assig. Jetzt können wir uns endlich die Kathedrale mal wieder ganz angucken. So, bringt er uns eine neue Sache bei... Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall 5 Embleme, wie es aussieht. Hi. Dieser Orb, den ich gefunden habe, er reagiert mit dieser Tür. Sieh dir das an. Bling. Geiler Trick, oder? Ich habe damit rumgespielt, seit du weg bist. Der Orb scheint nur an diesen einen Platz da sich hinzusetzen. Ich wette, wir könnten noch mehr davon finden. Vielleicht in einer anderen Stadt? Ich verspreche dir, dich nicht von irgendeinem Gebäude nochmal runter zu schmeißen. Ich werde mich verstecken, bis du mich brauchst. Bis dann. Quest completed. Cool, Spirit getroffen. Also anscheinend brauchen wir noch 4 dieser Orbs, wo auch immer man die herbekommt. Ob jetzt 4 Bosse oder 4 Megabosse oder was weiß ich. Dann können wir richtig cool hier weitermachen. Aber jetzt können wir uns endlich zum Glück... Und die Dinger hier kaputt machen? Ja. Jetzt können wir endlich mal die Kathedrale ganz angucken. Das hat mich letztes Mal nämlich genervt, dass das nicht ging. Und wir brauchen immer noch diese komische Fähigkeit hier. Das nervt mich richtig. Oh nein, jetzt sag mir nicht... Achso, ich kann hier natürlich immer noch raus. Puh, ich dachte gerade schon. So, was bringt mir das jetzt? Achso, jetzt ist hier... Warte, was? Ah, jetzt kann ich erst hier hoch. Okay, das ging eben anscheinend noch nicht. So, da will ich natürlich auch hoch. Nein! So, da will ich natürlich auch hoch. Nein! So, da will ich natürlich auch hoch. Nein! So, da will ich natürlich auch hoch. Ja! Oh, das war schon fast so ein bisschen wie die Prüfung des Spechts aus Argelos. Ich hatte gerade schon Angst. So. Okay. Da komme ich leider nicht an. Papp! Papp! Runter ist einfacher als hoch. Wehe, das kommt noch häufiger hier mit diesem nach unten Sprung.
Ich hasse das. Aua. Ich habe schon wieder keine Leben. Okay, ich heile mich einmal. Stimmt, wir heilen uns jetzt sogar mehr, weil wir diese eine Verbesserung geholt haben. Schlau, wie wir sind. So viele Gegner überall. Aber es ist mir egal. Aua, oder auch nicht. Los, komm her, du grüner Geist. Na, nicht so. Nicht so. Ich will da einfach nur hoch und den Rest dieses Palastes angucken. Okay, drei Räume fehlen noch. Aha, oh ja. Jump-and-Run-Action hier. Au. Bitte nicht töten. Nehme dies und nehme das. Es bringt mir einfach gar nichts, darüber zu gehen, oder? Ich komme hier ja nicht weiter. Mann, ich brauche hier noch irgendeine blöde Fähigkeit. Ma, wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Natürlich im Wald. Toll, ich kann hier trotzdem nichts machen. Obwohl, vielleicht... Warte. Vielleicht können wir den grünen Geist irgendwie schlau benutzen, um darüber zu kommen? Das wäre schon ganz schön krass, oder? Nee, der müsste irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ist ganz schwer, das abzutimen, ne? Um da hochzukommen. Nee, das, aua, bringt alles nichts hier. Na gut, gucken wir uns weiter im Forest um. Hier ist zumindest noch ein Speicherpunkt. Aber würde ich sagen, da diese Folge schon wieder 45 Minuten geht und ich glaube, es ist nicht wirklich viel passiert, aber irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Wir haben zumindest ein bisschen mehr von der Story erfahren, haben uns die Stadt angeguckt, waren sehr verwirrt die ganze Zeit. Ja. Das war dann die Folge. Das war jetzt nicht so eine... Das ist nicht so viel passiert, aber ich hoffe, ihr vergebt mir dafür. Und dann würde ich aber sagen, wenn euch ein paar trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.